Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit Resident Evil. Es geht weiter, ja. Wir werden sehen, was uns hinter der Tür erwartet, Leute. Und wie immer, wenn ihr Bock habt auf das Let's Play, würde ich mich über Kommentare und Daumen nach oben immer sehr, sehr freuen. So, soll ich es wagen? Mein Inventar sieht so aus. Ich habe eine Maschinenpistole, ich habe eine normale Pistole, ich habe ein Messer und extrem viele Bomben. Evelyn. Ich will, dass du etwas für mich machst. Ich soll was für sie machen. Sie hat Ethan ja ganz schön eingekleistert. Ethan! Okay. Kratzen wir ihn da raus mit einem Messer? Ethan! Hä? Ethan! What? Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Marguerite. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu... Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Wie ist denn jetzt bitte dieses Gespräch zustande gekommen? Sind wir alle im Gedächtnis noch miteinander verbunden? Durch Evelyn? Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Ich bin wieder Ethan. Hey Schatz, wie war dein Tag? Mia, wie? Wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Sie ist hinter was? Dir. Die steht da noch. Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Ah, sie ist wieder infiziert. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Boah. Sind jetzt die ganzen Items wieder weg? Och, ja toll! Die weißt du eigentlich, wie viele Bomben die hatte? Hätte man die... Nee, warte, hier war ich doch noch nie, oder? Sie hat Mia wieder total infiziert und... Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Wo zum Teufel bin ich? Okay. Hier ist ja nix. Ich muss durch das Loch, okay. Wieso verschwindet denn das? Ach. Es ist alles deine Schuld? Ich hab gar nichts gemacht. Wow.
Okay, wir verlassen anscheinend den Dampfer. In die Tiefen. Ohne Items. Die ganzen schönen Bomben und Maschinenpistolen und alles. Alles weg. Einige Sachen konnte ich ja noch in die Kiste packen. So Münzen und so. Ich höre einen Hubschrauber, ja. Uh-oh. Das ist... Eine alte Fabrik hier. Ist das ein Bohrturm? Für Öl oder sowas? Ja, das sind mal tote Fische hier. Ich dachte, ich kann... Ah, ich muss da rein. Ich dachte, ich kann mich da hochziehen oder so. Ich habe noch keinerlei Items, keine Waffen, aber wieder das Fläschchen von mir, wo er das die Essenz von Evelyn drin ist. Hier ist ein Wackelkopf. Da. Ein Rucksack. Wir können jetzt noch mehr Objekte tragen. Ja, ich habe nichts. Da ist ein Wackelkopf. Ah. Munition. Hier ist eine Akte. 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Thorn und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht. Der Boden hier ist zu instabil. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann es gar nicht mehr abwarten, wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Instabiler Boden. Was? Abercrombie Salzbergwerk South Dalvey. Ein Bergwerk. Und was haben wir hier? Das ist ein Hubschrauberbild. Ist da das Umbrella-Zeichen drauf da oben? Ist da ein Umbrella-Zeichen an den Dings? Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Ja, wahrscheinlich. Das ist noch ein Umbrella-Zeichen am Hubschrauber, oder? Da liegt noch was. Psychopharmaka. Funkgerät kann ich benutzen. Gibt es hier irgendwie ein Messer mal wieder? Ach, hier ist eine Kiste. Sind da meine Sachen drin? Sie haben Mias Objekte erhalten. Alle? Das ist ja geil. Jawohl, ja. Alle. Wieso hast du das denn nicht wenigstens mal alles gestapelt? Ganz ehrlich. Da steigt doch kein Mensch mehr durch. Überlebensmesser, Bomben, MPM-Pistole. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles mitnehmen soll. Die Pillen packe ich jetzt zurück, damit die gestapelt werden. Ich habe doch hier oben noch mehr Pillen gehabt. Wieso packst du diese Pillen nicht oben einfach auf die anderen Pillen? Du Pillenloser. So, verbesserte Pistolenmunition, denn das... Das Kampfmesser. Dann soll ich noch eine Pistole mitnehmen. Blöd ist, warum kann ich nicht meine starke Pistole nehmen, um da mal ordentlich rumzubamsen. Flinte. Hier ist noch ein Dietrich. Nehmen wir mit. Kraut habe ich 5. Ich muss mir mal ein paar Medikamente machen. Hier habe ich noch mehr Pillen. Der Brenner. Brennermunition habe ich auch noch viel. Ja, flüssiges Chemikalie, das auch. Festbrennstoff, Chemikalie, Erste Hilfe 3. Nice, brauche ich gar nicht bauen. Das normale Messer nehme ich nicht mit. G17 Pistole. Welche Pistole hat denn die meiste Feuerkraft eigentlich? MPM Pistole, das Maschinengewehr. Wo sind denn, meine alten Knarren? Meine alte, da ist die, M19. Ein Schuss. Das ist doch eigentlich auch eine Pistole. Warum kann ich da nicht die normale Munition reinpacken? Okay, ich habe da noch 12 Schuss. So. Da habe ich noch 3 von. Brauche ich halt die Kräuter jetzt doch nicht. Hey, jetzt muss ich hier erstmal wieder Inventarjonglierung machen, um hier irgendwie zurechtzukommen. Ich hatte auch noch rote Medizin. Habe ich keine rote mehr? Nee. Keine rote mehr. Ich nehme mal das Ätzmittel mit, falls noch so eine Tür kommt.
Die Maschinenpistole nehme ich auch mit, weil die ist immer nice. Habe ich noch Maschinengewehrmunition? Da. Maschinengewehrmunition 276. So. Wenn ich jetzt verbesserte Pistolenmunition mitnehme, habe ich die dann auch für die Waffe, die ich jetzt hier habe. Ja. Yep. Super, dann brauche ich nicht noch eine weitere Waffe mitnehmen. Und die, da stand ja drin, dass die Waffe Durchschlagskraft hat. So, jetzt habe ich Bomben, Maschinengewehr und die Knarre. Kraut brauche ich nicht. Flintenmunition 9. Aber ich habe keinen Platz mehr für die Flinte noch. Sollte ich nicht mitnehmen. Spaltmittel, Brennstoff brauche ich jetzt auch nicht. So, was kann ich noch hier lassen? Am besten die Chemikalien. Die behalte ich nochmal, die Pillen. Denn ich kann, wenn ich eine rote Chemikalie finde, so eine Granate basteln. Und ich glaube, das ist das einzige Item, was ich nochmal bauen muss, damit ich so eine Trophäe bekomme. Und ich, ja, für die Trophäe würde ich schon machen. So. Wo ist das Messer? Da. So, mache ich erstmal schnell den Wackelkopf weg. Gehen wir ans Funkgerät, würde ich sagen. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay. Die wissen auch, dass ich hier bin. Ah, guck mal, hier sind auch die... Warte mal, 5 Münzen brauche ich für die Magnum. Ich glaube, so viele habe ich gar nicht. Schiff, Sumpf, Labor. Was? Was sagt er? Doch, ich habe 5. Können wir sogar die Magnum rausholen. So. Noch 2. Keine Ahnung, wie die Käfige hierher kommen. Ach, hier ist es. Schiff. Sumpf. Und Labor. Die haben hier ein Labor. So, aber ich habe nicht so viele Magnum-Munition. Alter, guck mal, die nimmt gleich 2 Plätze im Inventar weg. Ist klar, mein Freund. Ich habe nur 3 Schuss dafür. 3 Schuss nur. Okay, ich muss jetzt hier speichern. Mit den Sachen, die ich jetzt hier im Inventar habe, mit denen gehe ich jetzt erstmal weiter. Okay. Meine Güte, ey. Ich habe ja gesagt, das Spiel ist länger, als man denkt. Brennstoff. Ach komm, ich habe doch den Flammenwerfer jetzt gar nicht eingepackt. Kommt nicht weg von der Kiste. So. Ich muss jetzt echt ins Salzberg wegreihen. Oh Gott, noch mehr Chemikalien, ey. Sind hier noch gleich Viecher? Warum frage ich eigentlich? Okay. Hallo? Den einen schaffe ich mit einem Schuss und den nicht. Knallt richtig die Knarre, ey. Nices Ding. Und dann auch noch verbesserte Positionmunition. Da ist endlich mal Wumms hinterher. Ah. Arsch.
Alter! Was ist, wenn die so viel aushalten? Hier mache ich noch erstmal nochmal die Runde. Pistolenmunition. Flintmunition. Und ein Kran. War das gerade rote Chemikalie? Gott, so viel. Das finde ich schon wieder so gut wie voll. Was kann ich jetzt bauen? Guck mal, ich baue jetzt einfach mal so eine Granate, weil dann müsste ich alles mal hergestellt haben, was da ist. Siehste? Platz beim Experimentieren. Nur deswegen habe ich das gemacht. Auch wenn ich die gar nicht brauche. Mehr kann ich jetzt im Moment nicht bauen. Was ist das? Nix. Muss ja nicht alles was sein. Die haben hier wahrscheinlich noch so ein geheimes Labor im Bergwerk. 1800 das Bergwerk zusammengebrochen und haben sie wahrscheinlich ein Labor draus gebaut für ihre Tätigkeiten hier. Cool. Voll jetzt unten im Bergwerk, ey. Unter Tage. Nope. Minen. Hat Jacob die gebastelt? Maschinengewehr-Munition. Da kommt doch wieder was. Wo bist du? Da. Munition sparen. Ja, ja, kommt nur her. Zwei für den Preis von ein. Ich hoffe, die bleiben liegen. Okay, der eine hat's. Der hat's überlebt. Na? Winkst du mir noch? Mach's gut, mein Freund. Okay. Weitere Bombe. Hoffentlich sind die Kisten hier nicht mehr von mir. Und Kraut. So. Kann ich da hochklettern? Hier sind jetzt mehrere Bomben angebracht. Aber gar kein Weg. Ach doch, da ist ein Tunnel. So. Jetzt müssen wir echt in so ein Bergwerk rein, ey. Ist doch unglaublich. Wer rettet denn noch mit sowas in dem Spiel? Aber das Gespräch, was ich da mit den Bakers hatte, das ist dann doch gerade doch nicht... keine bösen Leute sind. Moin. Hinter mir ist, glaube ich, einer, oder? Ja, lade halt nochmal nach. Alter. Ist zu eng hier unten. Magnum-Munition. Da ist eine Tür. Nee, keine Tür. Da muss ich rein. Und was haben wir denn hier? Aha, Bomben. So. Je weiter man im Spiel aber kommt, so ein typischeres Resident Evil ist es halt. Bleiben sie schon treu in der Spielweise. Ja, von hinten, oder was? Wo willst du denn bitte hergekommen sein? Halt still, wenn ich mit dir spreche! Okay. Ich muss den Munitionstypen wechseln. Ich
Alter. Das ist halt wieder die normale Munition. Die haut ja mal sowas von gar nicht rein. Kann ich hier nicht dran vorbeilaufen? Doch, geht. Wollte hier oben nochmal hingucken. Da ist aber nichts mehr. Hätte ich den Karren auf ihn schieben können? Okay, da hätte man wahrscheinlich Munition gespart, oder? Ach nee, ich muss mir den Weg hier einfach öffnen. Da ist Licht. Okay, ich muss ins Licht gehen. Das soll man ja meistens nicht machen, aber in dem Fall soll man wirklich zum Licht. Warum machst du die Lampe aus? Soll ich nach oben oder hier unten gucken? Aha. Maschinengewehr. Bombe. Da komme ich nicht durch. Da komme ich so nicht durch. Oh, Arschbombe. Nicht so eine Kisten hasse, ey. Okay, Tür. Ist das ein Speicherraum? Nö. Leider nicht. Kraut haben wir hier noch. Den Laptop kann ich gleich noch anklicken. Hier geht's dann auch schon wieder raus. Schade. Schade. Okay, gesendet Freitag, 16. Januar 2015, 0:42. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten, okay? Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Ich würde da nicht so über sie sprechen. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Ist das von Lucas? Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Ivy, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte vielleicht, macht das Evelyn ärgerlich, immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Achso, und so. Aber es scheint, sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Hat das Zoe geschrieben oder Lucas? Okay. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie in ihre Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber sie ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Ja. Übrigens sieht Evie krank aus. Oder so. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Jetzt ernsthaft? Ist die Oma im Rollstuhl Evelyn? Haben sie sie so programmiert, dass die so schnell altert? Ist Evelyn die Oma, die mit dem Rollstuhl durch den Raum fährt? Auf Evelyns... Auf dem Bild der Oma stand hinten auf der Rückseite drauf E0001. Was ich jetzt auch hier habe, auf der Flasche, steht es auch drauf. E001. Evelyn, das kleine Mädchen, ist die Oma, weil sie alt wird. Alt geworden ist. Nicht dein Ernst. Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome. Wenn
das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers im Einklang gebracht. Also Evelyn war also einer von den Vermittlern. Deswegen waren die mit den Gedanken verbunden. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper von Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen, ist extrem schwierig. Ist ja nicht dein Ernst. 10 Minuten nach Dosis Tod. 12 Minuten nach Dosis Klassifikation der Zellen. E-Nektrotoxin E-Serie Dosierungstest. 5 Minuten nach Dosis Erbrechen. Okay, Leute, ich werde aber sagen, ich gehe in der nächsten Folge weiter. Es ist doch länger. Ich dachte echt schon, ich stehe kurz vorm Finale. Aber wir erfahren hier jetzt richtig, richtig interessante Sachen. Und die Theorie, Evelyn, die war die ganze Zeit im Haus mit dabei als alte Schachteloma. Also, krasser Scheiß. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit Resident Evil 7. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet auch in der nächsten Folge ein. Macht's gut und ciao, ciao.